Unter der Woche war es kein Problem, einen Parkplatz an der Schwendlestraße in Mittelberg im Kleinwalzertal auf der Seite des Wildentals zu finden. Ich habe meinem Instinkt folgend mal wieder den ersten Parkplatz genommen und starte zu Fuß in Richtung Wildental. Etwas weiter oben war dann ein weiterer Parkplatz, aber... Wenigstens 2 Euro gespart. 2 Euro für die paar Meter Fußweg, das ist okay. Das Bergheim Moser. Jetzt aber erst einmal hinein ins untere Wildental. Das erste Stück ging man heute am besten zu Fuß, auch wenn rechts oben eine Spur vorhanden war. Heute wäre ich wieder mal meinem Ruf als Spätstarter gerecht. Die ersten waren jetzt schon wieder unten und haben mir mal zumindest viel Spaß gewünscht. Und nochmal eine Information, wo man sich aufhalten darf und wo nicht. Eine Übersichtstafel zeigt noch einmal die Wildschutzgebiete auf und schon die möglichen Tourenziele. Jetzt kann man schon mal die Ski anschnallen, es geht aber auch noch gut zu Fuß. Immer gerade hinein ins Tal. Es schaut heute nach guten Pistenskibedingungen aus. Es hatte ja auch schon ein paar schöne Tage. Es ist leider nicht klar heute, aber da vorne sehen wir schon die Stufe, die wir hoch müssen. Ich bin dann gespannt, wie die Bedingungen da drin sind. Vorbei geht's an der unteren Wiesalpe, immer auf die sperrende Stufe vor der oberen wilden Alpe zu. Diese Stufe ist, wie schon erwähnt, die Eintrittskarte zu den schönen Skihängen des oberen Wildentals. Wir gönnen uns aber erst einmal einen Blick nach rechts zum Elfer und dem Zwölfer. Vom Elfer führt hier eine sehr schwierige direkte Abfahrt herunter. Mittlerweile haben wir die Steilstufe schon fast erreicht. Häufig sind für die Steilstufe Harscheisen notwendig, da die Stufe gerne hart und vereist ist. Die mit Wasserfällen verzierten Felswände sehen schon sehr spannend aus. Etwas versteckt führt der Sommerweg in einer Links-Rechts-Schleife durch diese Felsstufe. Heute hatte es ausreichend Schnee und der Schnee war noch weich genug und es gab eine gute Spur. Damit ging es heute gut und ohne Harscheisen durch diese Stufe. Oben ist schon die obere Wildenalpe zu erkennen. Ich halte ab und zu Ausschau nach Gemsen, es sind jedenfalls viele Spuren zu erkennen. Die Gipfel von Hammerspitze und Hochgärenspitze. Geht schon ganz schön oben da. Die hintere Wildenalpe ist erreicht. Und ich habe mich nicht getäuscht mit den Spuren, die ich gesehen habe. 2 Gemsen auf dem Weg durch den tiefen Schnee. Ein Fernglas ist allerdings von Vorteil, so würde man auf dem Film der Actioncam nichts erkennen. Wenden wir uns unserem Gipfelziel zu. Mehrere Aufstiegsspuren führen ins hintere Wildental. Da der Elfer auf der rechten Seite liegt, wähle ich die obere Spur. Das konnte man heute machen, musste man aber nicht machen. Beim Felsriegel in der Mitte war die Spur schon stark ausgeapert. Also die obere Spur wird hier schon sehr eng. Geschickter ist jetzt, glaube ich, vorne ein bisschen abfahren. Auch weiter oben gab es mehrere Aufstiegsspuren. Ich bin hier noch einmal etwas in Richtung Lichelkopf aufgestiegen, um mir die Bedingungen anzusehen. Und habe mich erst dann Richtung Winterelfer gehalten. In der Sonne war es jedenfalls schön warm, im Schatten noch frostig kalt. Über den nach oben hin steiler werdenden Hang geht es mit Ski fast bis zum Gipfel. Nur die letzten Meter bis zum kleinen, aber feinen Gipfelkreuz gehen dann nur zu Fuß. Der eigentliche Elfer ist im Winter für den normalen Tourengeher so gut wie nicht erreichbar. Aus der Scharte heraus startet die Steilabfahrt durch das Elferkar.
Da haben sich in letzter Zeit schon einige nach unten gewagt. Ich genieße lieber den Rundblick bei dem heutigen fantastischen Wetter. Markant die Trettachspitze. Vor uns die Schafalpen, über die der Mindelheimer Klettersteig führt. Ganz hinten kann man sogar die Holzgauer Wetterspitze erkennen. Gegenüber der Lichelkopf ebenfalls eine Skitour. Und ganz rechts, da hat sich etwas bewegt. Richtig gesehen. Ein majestätischer Steinbock wandert den verschneiten Grat entlang. Und ein zweiter Steinbock folgt. Da heißt es erst einmal innehalten. Und langsam verschwindet nun auch der zweite Steinbock wieder hinter dem Schneegrat. Machen wir uns an die Abfahrt. Der obere Teil ist relativ steil und es war hart und zerfahren. Ich versuche es einmal rechts und dann wieder links und das letzte Stück unzerfahrener Pulver führt direkt in ein Fischmaul. Dann versuche ich es auf der Sonnenseite und tatsächlich, hier hat es schon aufgefirnt. Dann wende ich mich wieder der Schattenseite zu und suche die letzten Stücke unverspurten Pulvers. Da ging es dann noch ganz ordentlich. Da geht's. Die Ausfahrt aus dem oberen Wildental ist dann sehr flach. Und man muss wieder ein bisschen aufsteigen. Hochtrappeln, frei unten rum. Schau aber. Ich wähle für den Rückweg die Mulde unterhalb der oberen Wilden Alpe und erreiche den Steilhang damit von rechts nach links. Generell gibt es hier mehrere Abfahrtsmöglichkeiten. Der Steilhang war, wie beim Aufstieg bereits gesehen, schon ordentlich zerpflügt. Der Schnee ist aber weich, damit ging es heute aber problemlos und sicher durch die Steilstufe. Das kann bei wenig Schnee und/oder Vereisung natürlich auch anders aussehen. Sieht man schön, wo es durchgeht. Bei der Rückfahrt durchs untere Wildental werfe ich noch einmal einen Blick auf die Abfahrt durch die Elferrinne. Diese Abfahrt sieht auch von unten beeindruckend aus. Die letzten Meter sind eine gut eingefahrene Piste und wir erreichen schnell das erste Tragestück. Hier versuche ich es dann mal am linken Rand. Einmal muss ich aber dann doch abschnallen. Vom oberen zum unteren Parkplatz geht's aber dann wieder auf Ski.